herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Dominik Sauk und der lieben Xenin. Und ist eilig. Und Hans-Peter. Nee, Gaga! Jetzt hör auf, wenn ich geht. Oh, andere Schulter vor. Kuckuck, ich bin der Hans. Okay. Ich habe euch versprochen, dass Sauk mal versucht zu wickeln. Das machen wir jetzt. Stinkt's, ja? Ja, ist richtig gut. Boah. Jetzt halt's mal gescheit hier. Jetzt hier okay. Ernsthaftigkeit. So. Jawohl. So, gut. Oh mein Gott, wie süß. So, mein so. Kleiner. Er hat die Windel voll. Echt? Warte, er muss erst noch ein paar Liegestützen machen. Schau, schau, der ist voll stark. Schau, pass auf, ich helfe ihm auch. Das sind Liegestützen? Ja, Sit-Ups. Einer geht noch. So, jetzt ist die Windel voll. Okay. So, kleiner. Okay. Man merkt, dass ich mich ein bisschen drücke, scheinbar. So, einmal hinlegen. Warte, ich muss mal gucken. Hallo? Was? Achso. Mal schauen, von welcher Seite ich besser filme. Licht her. Na dann versuch mal dein Glück. Also, ich muss dazu sagen, das sind so ganz alte Puppenwindeln, ja, nicht, die meine Schwester noch hatte. Das sind jetzt keine. Die Arme. Es gibt mittlerweile irgendwie welche, die dann so Bündchen haben oder keine Ahnung, auf was man da alles achten muss, aber. Genau, jetzt tu mal so, als ob du halt ihm ein Bein ausreißen könntest. Sei mal lieb zu deinem Kind. Okay. Was, ich soll so tun, als würde ich ihm ein Bein ausreißen? Nein, als ob es möglich wäre. Ach so. Also als erstes mal mit Heizung an. Jawohl. Aber hier ist... Kalt! Mach ich schon alles richtig? Ich glaube schon. Ich weiß es auch nicht mehr alles hundertprozentig. Das ist einfach... Ja, genau. Das ist schon mal realistisch. Oh, nee. So. Dann macht man das so, Puppe hoch und tut das weg. Oh, jetzt hast du den ganzen Dreck. Warte, da unten, ja, stimmt. Mir wird zu warm. Ja, mach das mal aus, das brauchen wir jetzt nicht. Ach so, ja, wie mache ich das dann jetzt? Ja, wie macht man das jetzt? Ich weiß nicht, wir brauchen irgendwas zum Putzen oder so. Ja, aber du musst das jetzt nicht alles aufmachen, du kannst auch einfach so tun. Achso, okay. Also du kannst, nimm dir so einen Waschlappen, das kannst du schon machen. Ich hab hier so einen Waschlappen. Xenin hat das schon alles hier so toll vorbereitet. Ja, lecker. Oh, hier ist schon Wasser drin, sehr schön, so. Putzi, putzi, putzi. Oh, gut, dass es kein Mädchen ist. Ja, stimmt. Putzi, putzi. Warum? Putzi, putzi. Na, weil man Kacker nicht in die Mumu schiebt. Okay, das hast du jetzt schön ausgedrückt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was man tun muss. Ja. Putzi, putzi, putzi. Ja, ist sauber. Jetzt kannst du noch ein bisschen pudern. Keine Ahnung. Da ist unser Puder. So? Oder noch ein bisschen? Passt schon. Das kommt auch drauf an, wenn er zum Beispiel bunt ist, brauchst du ein bisschen Creme oder? Und dann nochmal so. Putzi, 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 putzi. Aber das Wasser ist schon braun. Kannst du es mal wechseln? Putzi, putzi, putzi. So. So. Gut. Ha, die ist plötzlich wieder sauber. Ist ja verrückt. Da unten ist eine neue. Wahnsinn, sie ist wieder sauber. Die nehmen. So, jetzt kann ich wieder Popo hoch. Drauf, Beine breit. Ohne die Hüften zu brechen, wenn es geht. So, zack. Ah nee, das war... Ist das oben oder ist das unten? Weiß ich gar nicht. Ah, so, okay. So, habe ich schon... Puder habe ich ja hin, ne? Und so, oder Creme, je nachdem. So, und dann einmal und zweimal. Hör doch nach innen. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Wir können uns ja gleich mal eine Windel anschauen, die wir haben, wenn du magst, wie die aussehen, ja. Ich bin wieder froh und sauber. Ja, das kann passieren. Scheiße. Jetzt müssen wir nochmal machen. Sind ja nur 18 Cent jede Windel. Warte, was glaube ich, warte mal, ich brauche mal die zweite Windel. Was man glaube ich macht, wenn ich mich richtig erinnere, mach die mal auf. Ja, ich mach mal auf. Mach die nochmal zu. Zu. Okay.
Und wenn du da ankommst mit deinem Kind mit der dreckigen Windel, dann legst du es, glaube ich, erstmal auf die saubere Windel. Ach so, so oder was? Ich glaube. Und dann machst du die auf. Und dann machst du deinen ganzen Vorgang. Ach so. So. Oh. Ja, Schatz, das musst du machen. Das haben wir schon gesehen. Oh. Dann machst du, wenn oh, voll ins Gesicht. Ja. Das kann passieren, dass er dich anpieselt. Ja, ja. Gleich zeigen wir, wer der Boss im Haus ist. So, Pucci, 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 Pucci. Oh, da ist noch was runtergelaufen. Du bist gründlich, das finde ich schon mal gut. Genau, und jetzt die dreckige Windel weg. Und der Vorteil ist jetzt, chip, chip, chip. Jetzt, der Vorteil jetzt ist, jetzt legst du den Creme oder Puderpopo oder was nicht auch immer. Nicht hier so hin, sondern in die Windel rein. Ja, genau, und dann kannst du gleich. Ja, ja, das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Und die klemmt ja so. Achso. So. Machst du doch gut. Echt? Findest du? Ja, finde ich schon. Okay. Wie gesagt, bei mir ist es ja auch schon fast 18 Jahre her. Ich weiß das jetzt auch nicht mehr so genau. Die ist aber streng. Ist die enger? Ja, der ist gut bestückt. Vielleicht ist die falsch rum. Ach so. Nee. Nee, okay. Ich wollte nur gucken, ob die auch übers Gesicht passt. Ich hoffe, du machst das nicht mit deinem richtigen Kind. Nein, um Gottes Willen. So. So, halt mal kurz. Ja, jetzt macht er mir so aus. Dann lass uns doch mal gucken. Das wird der neue Hulk. Richtige Windel finden. Ja. Hi, ihr da draußen. Ich will anmachen. Hui, ich hab's geschafft. Boing, 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 boing. Nee, 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 nee. Guck mal, was haben wir denn da? Wir haben Rückenauslaufschutz. Was? Rückenauslaufschutz? Rückenauslaufschutz. Weil es ein Purzelbaum macht. Nabelschutz und Nässeindikator. Fertig. Der Windelstreifen blau, sollte die Windel gewechselt werden. Oh, wie praktisch. Schau dir das mal an. Oh, das ist warm. Ja, das ist schön. Oh. Ich weiß nicht, es hat wohl einen Streifen. Ach, hier oben, oder? Das hier so. Keine Ahnung. Schau mal. Das ist ja hier so. Oder hin, der hier. Ach so. Der da. Der da, glaube ich. Und hier ist irgendwie auch irgendwas. Hm. Nee, das ist der Nabelschutz und das ist der Indikator. Ah. Okay. Das ist ja cool. Dann schauen wir doch mal. Wie gehst du denn auf? Hier. 42 Stück sind da dran. So, dann nehmen wir mal eine raus und schauen mal, wie die aussieht. Hab ich euch mal, die ist ja winzig. Ja. Habe ich euch schon mal erzählt, dass man 5500 Windeln im Durchschnitt benötigt. Das ist mal 18 Cent im Schnitt. Muss halt dein Kind früher aufs Töpfchen gehen. So, schau mal, die hat nämlich hier so Bündchen und so. Da muss man dann irgendwie aufpassen. Keine Ahnung, wie genau. Mit hier außen so ein Flügel oder so. Und hier hat sie nämlich auch so ein Bündchen. Die ist ja wirklich dünn. Ist das gut? Weiß ich nicht. Scheinbar steht extra drauf, dass die hauchdünn ist. Muss man die so auseinanderziehen? Ich vermute mal. Ist da keine Anleitung dabei? Gute Frage. So eine Anleitung. Glaube nicht. Man lernt es ja im Krankenhaus. Man kriegt es ja gezeigt. Schaut mal, wir haben hier jetzt sogar schon Müll gemacht. Super geil. Nein, da ist keine Anleitung. Keine Anleitung. Aber ich vermute mal, wenn das Baby dann da irgendwie so drauf liegt, musst du halt irgendwie darauf achten, dass dieses Bündchen dann auch so aussah, also an der das Seite. Das lernt man ist. Ja dann schnell, wenn es ausläuft. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Und dann, das ist jetzt natürlich mit der Puppe, glaube ich. Weiß nicht. Scheint mir etwas schwierig. Meinst du, die Puppe ist schon zu groß? Zu groß eigentlich nicht, aber nicht so ganz anatomisch korrekt, glaube ich. Ach so. Ja, ich vermute, man muss dann boah, irgendwie... Boah, hat die einen Brustkorb. Ja. Ja. Das will ich jetzt gar nicht unbedingt aufmachen, weil es am Ende sonst vielleicht nicht mehr hält. Ja, muss man irgendwie gucken, dass halt die Bündchen dann nicht irgendwie, weiß ich nicht... Nicht da sind in der Arschritze stecken oder so, dann läuft es natürlich hier aus, aber das kriegen wir ja dann gezeigt. Ja. Ach so, ja stimmt. Das lernen wir dann schon. Das kriegt man gezeigt. Mhm. Also das ist, na schau, da ist dein Indikator. Ah, und der wird blau. Scheinbar. Schön. Sehr praktisch. Blau ist momentan meine Lieblingsfarbe, vielleicht dann irgendwo nicht mehr. Aber das merkst du auch, wenn er reingepieselt hat, wird das alles ein bisschen dicker. Okay. Ja, schön.
Hallo. Gustav. Gustav. So. Ich finde, du hast dich ganz gut gemacht. Wieso? Ich bin noch unscharf. Jetzt bin ich scharf. Du bist geschärft und geschliffen. Ja, nein, ich finde, das hast du ganz gut gemacht. Ja, echt? Ja, doch. Okay, das ist meine allererste Windel, die ich gewechselt habe. Ich habe noch nie, nicht mal ansatzweise war ich in der Nähe oder sonst irgendwas. Oder ich habe das auch noch nie irgendwo gesehen, keine Ahnung. Soll ich dir was verraten? Was denn? Es ist gar keine Wissenschaft, das ist gar nicht so schwer. Du wirst es ja automatisch, auch so mit den Beinen, dass man die dann so, wo er denn so vorsichtig nimmt und so hochhebt. Ja. Das hast du ja gleich auf Anhieb richtig gemacht. Was? Schon. Kling mal hin. Gut. Also das Windelwechseln ist, glaube ich, das kleinste Problem eines Kindes. Da kommen noch ganz andere. Ja, aber wenn du es falsch machst, dann hast du in der Nacht ganz schön Ärger. Wenn dann das Bettlaken nass ist, dann musst du in der Nacht Bettzeug wechseln. Oha. Also lieber gleich richtig machen. Mhm. Okay, das ist natürlich dann schön, wenn man müde ist. Mir zum Beispiel eine erzählt, die hat auch einen Jungen gekriegt als erstes. Kopf. Und sie hat gesagt, im Krankenhaus hat alles super geklappt. Und dann waren sie zu Hause die erste Nacht und sie hat dreimal alles wechseln müssen, das ganze Bettzeug. Und ihr war erst nicht klar, warum. Aber irgendwie ist es halt passiert beim Wickeln, dass die Leitung des kleinen Jungen nach oben lag. Also hier so nach oben. Da achtest du wahrscheinlich nicht, wenn du todmüde bist, drauf. Und dann ist es ausgelaufen. Weil dann ist das Pipi nicht da unten irgendwo reingegangen, sondern irgendwo da oben rausgelaufen und dann war das Bett nass. Hm. Als Mann weiß man, dass man die nicht nach oben... Ja, aber wenn du todmüde bist, vielleicht achtest du da gar nicht drauf. Ja, das ist ja in der Windel drin, aber halt nicht an der richtigen Stelle. Mhm. Ja. Im höchsten ist es auch, aber nicht an der richtigen Stelle. Was? Okay. Ja. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Und wenn man uns das dann noch richtig zeigt, kriegen wir das schon hin. Ja, glaube ich auch. Schon. Du hast schon Windeln gewechselt, ja, oder? Aber es ist, wie gesagt, so lange her, ich erinnere mich auch kaum noch dran. Es ist halt, so ein paar Sachen behält man, wie, dass man die Windel, vielleicht kriegen wir es jetzt auch anders gezeigt, aber so habe ich es in Erinnerung, dass man die eine, die frische Windel unter die alte legt. Ja. Aber das kriegen wir hin. Ja. Das wär ja eine Katastrophe, wenn wir genau das mal nicht hinkriegen würden. Ja gut, interessante Erfahrung. Genau, schreibt ihr mal, ob ihr schon Windeln gewechselt habt. Vielleicht habt ihr kleine Geschwister und ob Saug alles richtig gemacht hat. Oh ja, das ist interessant. Ich bin mal gespannt, wer schreibt. Ja, ich habe schon Windeln gewechselt. Vielleicht hat die einer von euch auch schon Kinder. Stimmt, kann natürlich auch sein. Kann auch sein, ja. Ja, okay. Interessante Erfahrung, ich freue mich schon. 3 Wochen, oh, dann muss ich das können. Ja, da musst du dann berichten, wie es gelaufen ist. Wie es dann läuft. Ob du dann alles richtig gemacht hast oder ob sie dir 100 Mal ausgelaufen ist, die Windel. Oh ja, das werde ich. Das werde ich. Das wird interessant. Ich freue mich drauf. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.